Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Wenn Jessica auf der Heide ihre Tochter in die Tragetasche reinsetzt, weiß die kleine Lene Bescheid. Gleich bringen die beiden andere Mütter nach einer Schwangerschaft wieder in Form. Aber nicht nur die anderen Mamas. Nachdem Lene vor 13 Monaten auf die Welt kam, war Jessica klar, die Pfunde müssen wieder runter. Weil ich selber in der Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen habe und halt einfach wieder fit werden wollte und habe das Internet rauf und runter durchsucht, locker lassen! Und da habe ich, wie gesagt, das Internet rauf und runter durchsucht und bin aufs Kanga-Training gestoßen, fand das Konzept total toll und habe mich in Wien zur Trainerin ausbilden lassen. Seit 6 Monaten ist die 28-Jährige nun bereits Kanga-Trainerin und hat von den 30 bereits 15 Kilo wieder verloren. Und jeder ihrer Kurse ist voll, denn viele Frauen wollen nach der Schwangerschaft ihre alte Figur zurück. Sport ja, aber dafür das Kind irgendwo abgeben, kam nicht in Frage. Da ist Kanga-Training wohl genau das Richtige. Weil es nicht möglich ist, mit Kind irgendwo Sport zu machen und man selber fit werden will und das Kind aber dabei haben möchte und ja, keine Möglichkeit hat, das Kind abzugeben, ist das ein schöner Sport. Weil ich vorher schon Aerobic gemacht habe und das ist ja ähnlich wie Aerobic halt mit Kind und dann kann man es mitnehmen und ja, besser geht's nicht. Beim Einkaufen und so hat Jessica ein paar Flyer und so ausgelegt, haben wir das schon gesehen, bevor sie halt schon geboren wurde, bin ich darauf gestoßen und habe das halt gesehen und ich fand das ganz interessant, überhaupt das mit dem Baby zusammen zu machen. Und halt auch morgens und nicht irgendwie in den Abendstunden. Und das haben wir mal ausprobiert und Nala findet das total klasse. Kanga-Training ist ein Mix aus Aerobic, Jazzdance und Kraftsport. Die Übungen sind auf die Bedürfnisse der Mütter und Kinder abgestimmt. Und den Kleinen scheint es zu gefallen. Denn während Mama schwitzt, ist Zeit für ein kleines Nickerchen. Kommen kann jeder, der Lust am Sport hat, an der Bewegung hat. Die Kinder sollten mindestens 6 bis 8 Wochen alt sein. Die Mamas sollten den postnatalen Check beim Gyn hinter sich haben, dass Geburtsverletzungen verheilt sind, dass der Beckenboden sich schon ein bisschen zurückgebildet hat. Und wenn das alles ist, dann können die gerne kommen. 60 Minuten dauert der Kurs und danach haben sich sowohl die Mamis als auch die Kinder eine Pause verdient. Was trotzdem auffällt, Kanga-Training wird nur von Frauen betrieben. Noch wird es leider so ein bisschen belächelt. Ich plane definitiv eine Papastunde, wo die Papas auch mal sehen, wie anstrengend das wirklich ist. Weil es ist ja nicht nur reine Aerobic, wir haben die Kinder davor, was zusätzliches Gewicht ist. Und das ist natürlich nochmal richtig anstrengend. Meine wiegt jetzt 13 Kilo, das merkt man schon. Und wenn man den vielen Männern glaubt, dass sie während der Schwangerschaft ihrer Frauen ebenfalls einen Bauch bekommen, dann könnte sich so ein Kanga-Training wohl auch für die Papis lohnen.